Hallo, liebe Leser. Ich bin hier im Baustoffhandel zwecks gartengestalterischen Maßnahmen. Und was das mit dem Angeln zu tun hat, das erkläre ich jetzt beim Rumtüdeln. Hier sind sie, Pflanzsteine. In Deutschland beliebt und sehr oft verbaut zu den lustigsten Werken. Ich mache daraus heute einen Räucherofen. Pflanzsteine gibt es in den verschiedensten Ausführungen, von rund bis eckig. Eckig ist für einen Räucherofen ganz gut. Das Format hier ist passend. Ich nehme aber die anthrazitfarbenen. Ist ja quasi ein Baukastenprinzip. Jeder kann für sich entscheiden, wie groß soll der Räucherofen sein. Bei mir sind die durchschnittlichen Aale 90 cm lang. 5 reichen. Naja. Auch wenn Jan bei der Länge seiner Aale ein wenig geflunkert hat, die Steine müssen nun trotzdem in den Kofferraum. Neben den 5 Pflanzsteinen braucht Jan noch eine ausreichend große Bodenplatte. Und schon hat er fast alle Teile beisammen, die er für seinen Ofen benötigt. Das ist der komplette Materialeinsatz, den wir brauchen, so wie ich es mir denke. Die 5 Pflanzsteine und die Bodenplatte aus dem Baumarkt. Gesamtkostenpreis waren um die 35 Euro. Die Bodenplatte habe ich jetzt schon mal auf 4 Steine gesetzt, dass ich da gleich ein Fundament habe und nicht mit der Feuerlade im Gras arbeiten muss. Dazu kommt noch eine Spanplatte vom Sperrmüll, genauso wie diese 4 Stäbe hier aus Metall. Die sind aus einem alten Regal. Ein bisschen Alufolie. Ein Feuerkasten, den habe ich nicht vom Sperrmüll, der ist aus meinem anderen Räucherofen. Kann man sich aber bei jedem Schlosser für ein paar Euro bauen lassen. Ich glaube, ich habe damals für die Lade hier so 10 Euro bezahlt. Einfach Weißblech zusammengeschweißt, fertig. Das ist eine Minutensache für jemanden, der es kann. Das Fundament steht. Was ich jetzt machen werde, weiß ich noch selber nicht so genau. Erstmal das Ding da drauf. Passt. Die Feuerlade muss da reinpassen. Ich habe mir jetzt nichts anfertigen lassen, sonst wäre das viel einfacher gewesen. Aber in dem Fall habe ich eine Höhe von 16 für die Schublade. Der Stein ist 24,5 hoch. Das heißt, hier so auf 17 kommt jetzt hier ein Fenster rein. Dafür brauchen wir die Flex. Los geht's. Jan macht sich an die Arbeit und sorgt neben jeder Menge Krach erst einmal für viel Staub. Die ersten Schritte gelingen mühelos, doch schon bald tauchen erste Probleme auf. Kleines Problem. Ich komme mit meinem Kinderspielzeug gerade nicht tiefer als so. Es wird kein Problem sein, das jetzt mit dem Hammer rauszuhauen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass diese obere Kante, die wichtig ist, mit rausbricht. Deshalb bohre ich jetzt noch ein paar Löcher. Und hoffe, das gibt eine gute Sollbruchstelle. Der Moment der Wahrheit. Alles darf wegbrechen, aber nicht das. Scheiße. Leider passiert genau das, was nicht hätte passieren dürfen. Doch Jan weiß Rat. Sie sehen das Ergebnis großartiger Handwerkskunst. Wir Angler werden aber nicht Angler, wenn wir nicht entsprechend flexibel sind. Anstatt jetzt loszugurken, mir eine größere Flex zu holen, einen neuen Pflanzstein, ist mir eingefallen, ich habe unter der Terrasse noch ganz viele von diesen Steinen liegen. Damit werde ich jetzt ganz einfach den unteren Pflanzstein improvisieren. Gesagt, getan. Jan nutzt alte Verbundsteine, um den kaputten Pflanzstein zu ersetzen. Das sieht zwar nicht besonders schön aus, erfüllt aber den Zweck. Ein bisschen Puzzlearbeit und die untere Etage des Räucherofens ist fertig. Hier auf den Ersatzpflanzstein kommt jetzt der erste richtige Pflanzstein. Und damit der Übergang Steine insgesamt dicht wird, bastel ich mir aus Aluminiumfolie eine entsprechende Dichtung.
Wow. Passt. Nach genau diesem Prinzip folgen nun auch noch die anderen Steine. Durch ihr Eigengewicht drücken sie die Aluminiumfoliendichtung zusammen und sorgen für einen luftdichten Abschluss, der beim späteren Räuchern unbedingt notwendig ist. Schön. Schnell hat der spätere Räucherofen seine endgültige Höhe erreicht und Jan kann sich um den nächsten Schritt kümmern, den Deckel. Natürlich gibt es da schönere Materialien, aber die hier waren umsonst. So, Jod. Auch Jans Räucherthermometer findet seinen Platz. Temperaturkontrolle muss sein. Die Halterung für die Fische fehlen natürlich noch. Experten werden sich jetzt fragen, wo ist das Tropfblech? Also das Blech, was heruntertropfendes Fett davon abhält, direkt in die Flammen zu fallen und dort gesundheitsschädliche Produkte zu erzeugen, halte ich für überbewertet. Und jeder Handwerker, der das so sieht, hat auf alle Fälle irgendeine Idee, da eins einzubauen. Man könnte beispielsweise zwei so Stäbe auch weiter unten einsetzen und da einfach dann so ein Blech drauflegen. Jan verzichtet in seinem Fall auf ein Tropfblech und bohrt nun die Führungslöcher der Stangen. Schnell ist auch diese Arbeit beendet und dem ersten Räuchergang im neuen Ofen steht nichts mehr im Wege. Und die überstehenden Enden schneide ich jetzt erstmal nicht ab, weil da kann ich die Fische zum Vortrocknen super dranhängen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Fische. Die eigentlichen Hauptdarsteller habe ich über Nacht in eine Salzlake eingelegt. Ich habe dafür 500 Gramm Salz in 9 Liter Wasser aufgelöst. Und was ich eigentlich immer empfiehlt ist, schön Kühlakkus rein. Ich friere mir da immer eine ganze Stange von ein. Ich glaube, ich habe 6 Stück jetzt hier für diese Lake gebraucht. Man kann hier auch schön kühlen. Das Wasser ist eiskalt und letztendlich entscheidet nämlich die Kühlkette beim Angeln. Immer zum Beispiel die Wolfsbarsche habe ich beim Brandungsangeln diesen Sommer an der Nordsee gefangen und da habe ich auch immer direkt die Kühlkiste mit den Akkus dabei. Dann kommt der Fisch vom Eis ins Eis und das gewährleistet halt die gute Qualität beim Räuchern. Wenn man da irgendwelche Forellen vom Teich räuchern will, wo schon das Fleisch nach dem Fang von den Rippen abfällt, darauf hätte ich keinen Bock. Hier kann man auch schon ganz gut sehen, durch das Spülen ist der gesamte Schleim ab, auch schon fast komplett bei den Aalen. Aua! Der sticht der Barsch. Jan verwendet handelsübliche Räucherhaken. So vorbereitet werden die Fische mit Küchenpapier abgerieben und dann für einige Minuten an der Luft getrocknet. Und immer dran denken, schön die Kiemen rausbasteln. Aus einem optischen Grund, dann gibt es keine roten Striemen hinterher auf dem Aal. Nachdem die Fische auf diese Weise vorbereitet sind, beginnt Jan mit dem Anschüren. Als Räucherholz benutzt er den Klassiker schlechthin, gut getrocknete Buche. Schon bald züngeln die ersten Flammen im neuen Ofen, der neben den geringen Kosten noch einen weiteren Vorteil bietet. Der Vorteil von Steinen gegenüber einer Tonne ist natürlich, die können die Wärme viel besser halten. Ich weiß genau, der ein oder andere nimmt mir das noch mit dem Tropfblech übel. Ich bin der Meinung, dass wenn man mit der richtigen Temperatur räuchert, also der Fisch nicht zu heiß wird, dann kann da eigentlich gar nicht groß Fett auslaufen. Dafür ist es aber auch wieder wichtig, dass der Ofen groß genug ist, dass der Aal mit dem unteren Ende, wo sich letztendlich das Fett ansammelt, auch wenn ich ein bisschen zu heiß gare am Anfang, nicht in der Flamme hängt. Und das, sehen wir ja hier, sollte klappen. Das klappt ganz bestimmt. Also ich bin schon ein bisschen begeistert. Da unten ist jetzt kein großes Feuer. Und wir haben schon 120 Grad gleich. Das ist so genau die Temperatur, 100 bis 120 Grad. Wo die Fische am Anfang dann zum Garen in die Tonne kommen. Ich bin ja noch im Testlauf. Ich habe gerade die Schublade unten zugemacht, den Deckel ganz drauf. Und wir sehen, das ist so dicht,
auch dank der Alufolie. Es qualmt, es qualmt, es qualmt. Wir können räuchern. Das Teil ist super. Ja. Das ist nun die Sache. Ich will mich jetzt nicht entschuldigen. Aber dafür, dass so ein Räuchergang perfekt wird, muss man eigentlich seinen Ofen kennen. Wie was zu regulieren ist. Unten Luftzufuhr, oben Schluss. Damit man immer auf die schöne, konstante Temperatur kommt. Ich wage es jetzt trotzdem. Und beginne mit der Garphase, weil die Fische sind schön vorgetrocknet. Man kann die anfassen und nichts bleibt an den Fingern kleben. Wir sind hier bei 120 Grad, das ist ganz okay für die Garphase. Und ich fange jetzt mit den Wolfsbarschen an, die ich insgesamt 10 Minuten länger drin lasse als die Aale. Ist klar, der Wolfsbarsch ist viel dicker und braucht dementsprechend auch eine längere Garzeit. Die Wolfsbarsche hängen jetzt drin. Jetzt hoffe ich auf 110 Grad. Im Idealfall dürfen auch gern 120 sein. Im Wolfsbarsch ist nicht so viel Fett. Das verflüssigt sich da drin nicht so schnell. Und dann geht's weiter. Hier merkt man jetzt direkt den Vorteil von den Steinen gegenüber einer Blechtonne, die jetzt schon richtig heiß wäre. Ist hier noch, fühlt man eigentlich gar nichts. Insofern habe ich schon mal den ersten kleinen Fehler gemacht. Ich hätte den Ofen ruhig was länger vorheizen können, also dass der eine konstante Temperatur hat, dann wäre ich jetzt hier nicht so auf das Gucken angewiesen, dass der auch die 110 Grad hält. Aber so lernt man dazu. Die Küchenuhr zeigt's. 10 Minuten sind vergangen und Jan hängt nun auch die Aale in den Ofen. Rund 110 Grad sind dabei ideal zum Garen der Fische. In der Anfangsphase beim Aalräuchern ist es wichtig, dass es ein bisschen Temperatur gibt, damit sich die Bauchlappen schön nach außen spreizen können. A, ist es eine Schönheitsfrage. B, kann so das Fischfleisch hinterher schön den Rauchgeschmack annehmen. Wenn man da reinspingst, kann man schon erkennen, wie sich die Bauchlappen öffnen. Dann allerdings heißt es für alle Beteiligten, warten. Auch Jans Hund kennt das schon und hart entspannt der Dinge, die da kommen. Schließlich ist der eigentliche Garprozess abgeschlossen und Jan begutachtet das Ergebnis. Ich mag ja nicht angeben, aber so müssen sie aussehen. Perfekt, richtig gut. Bauchlappen offen, halbwegs intakt, gut. Am Ende hat sich jetzt doch was Fett gesammelt, das ist aber nicht weiter tragisch. Ich denke mal, die sind auch durch, aber noch nicht so richtig golden, weil der eigentliche Räucherprozess fängt jetzt an. Dafür müssen wir auf die andere Seite. Schließen als allererstes den Deckel. Bedecken das Ganze mit Holz. Jetzt sieht man schon, Feuer ist aus. Ein bisschen was da drauf legen. Die Luftzufuhr komplett schließen. Und dann müsste es eigentlich rauchen, weil wir jetzt nicht mehr diesen Kamineffekt haben. Hier kann man jetzt ganz gut erkennen, wie das Ganze zu kokeln anfängt. Wichtig ist jetzt die unterbrochene Sauerstoffzufuhr bzw. dieser Kamineffekt. Das Ganze qualmt jetzt wunderschön. Und ich brauche keinerlei Sägemehl. Sägemehl brauche ich, wenn ich mit Räucheröfen arbeite, wo ich einen Gasbrenner habe. Dann ist da drüber so eine Platte, da kommt das Räuchermehl drauf, das kommt zum Kokeln. Bei so einem offenen System, wo ich mit Feuer arbeite, brauche ich kein Sägemehl. Da. Qualm ist da. Riecht gut. Wir haben die Temperatur, die wir dann... Letztendlich hoffe ich, dass wir so 60 Grad, 50, 60 Grad halten können. Ich denke mal, das ist kein Problem, weil die Steine schön warm sind. Wieder der Vorteil, habe ich ja eben schon mal gesagt, von einem Steinofen. Noch das kleine Extra. Ein bisschen Wacholder auf die Glut. Gibt dem Fisch noch mal die gewisse Extranote. Aber eher weniger als mehr immer benutzen. Dann ist Jan am Ziel. Nach anderthalb Stunden im Rauch sind die Fische schließlich fertig. Der spannende Moment ist gekommen. Was mich besonders freut, ohne große Arbeit,
hat das Ding hier geräuchert bei konstanten etwas über 50 Grad. Und mit so einer Rauchentwicklung hier. Der Aal kann sich doch schon sehen lassen. Perfekt. Mal gerade nach den Wolfsbarschen schauen. Und auch der Wolfsbarsch scheint gelungen. Da haben wir mal eben aus Silber Gold gemacht, ne? Nun lässt Jan seine vergoldeten Fische zunächst an der Luft abkühlen. Auch hier erweisen sich die Stangen als nützliche Hilfe. Da sich im Schwanz der Aale etwas Fett gesammelt hat, sticht Jan an einigen Stellen die Haut ein. Das Fett kann ablaufen und einem ersten Fazit steht nichts mehr im Wege. Noch habe ich nichts gegessen, deshalb kann ich auch noch nicht sagen, ob es wirklich gelungen ist. Aber jetzt erstmal zusammengefasst bin ich sehr zufrieden. Vor allen Dingen mit dem Verhältnis Aufwand, Kosten, Ergebnis. Das ist top. Unten der Patzer mit den Steinen, gut, passiert. Da halt ein bisschen zurechtgefrickelt, deshalb sieht es auch nicht so gut aus. Aber was hier hängt, bin ich voll begeistert. Und vor allen Dingen, man hat einen super großen, soliden Ofen, der die Temperatur hält, für wenig Geld. Das Projekt Low-Budget Räucherofen hat geklappt. Da liegt der Fisch. Hier sind die fertigen Brötchen, Remoulade, Salat, Wolfsbarsch, Aal, darüber ein bisschen Meerrettich, noch was Petersilie. Und ob es schmeckt, kann ich gleich sagen. Und Jan, zufrieden? Ja, Pflanzsteine muss man nicht immer nur im Garten verbauen. Zwecks Gestaltungsmaßnahmen, sondern auch mal ruhig zum Räuchern. In diesem Sinne, tschüss.